Blubdibub. Da ist es. Erstmal Heidi Ho, meine Lieben. Ich hoffe, euch jetzt soweit gut. Wir zocken heute Sons of the Forest weiter, weil der Schach Shaolin leider keine Zeit hat, um Baldur's Gate weiterzuspielen. Sonst hätte man natürlich Baldur's Gate 3, weil der jetzt zockt, so wie immer. Ja, letzten Male sind die Streams großteils ausgefallen, hatten ein paar private Gründe. Ihr habt bei uns ein bisschen viel Stress und dann, ja, so ein bisschen mit dem Magen zu kämpfen. Aber ich langweile euch nicht. Deswegen zocken wir heute Sons of the Forest. Gucken wir mal wieder rein. Haben es ja jetzt schon. Warte mal, wann haben wir das letzte Mal gespielt? Januar, Februar, März. Ende März, glaube ich, das letzte Mal. Mal gucken, was passiert ist. Das sind jetzt, glaube ich, in der Zwischenzeit noch 10 weitere Updates und viele Bugfixes rausgekommen. Die Jungs sind natürlich auch am Start. Der Yusen und der David wieder, wie früher. Und wenn ihr Bock habt, guckt auch ganz, ganz gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. S&G präsentieren ist auch alles verlinkt. Und sonst guckt da mal rein, dann könnt ihr euch die Folgen bis dahin ja schon mal angucken. Und viele lustige Sachen passiert auf jeden Fall. Und dann starten wir mal rein. Und natürlich euch noch einen schönen Feiertag. Und wenn ihr heute keinen Feiertag habt, dann tut mir leid, ihr armen Schweine, dass ihr heute arbeiten musstet. Gut, haben wir das auch geklärt. Gut, ich schalte mal die Jungs mit rein. Wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, sagt bitte Jan Bescheid. Dann ändere ich das natürlich sofort, soweit wie ich das kann. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass beim Ton schon was nicht ganz so hinhaut. So, da sind wir, ihr zwei. Ja, hallo die beiden für Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hallo, hallo, hallo. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn nicht, ich hoffe, es wird besser. Gut, besser. So. Denn sind wir drin im Geschehen. Jetzt leckt's bloß mal kurz. Ja, wir waren das letzte Mal in der Höhle stehen geblieben. Also das müsstet ihr auch, wenn ihr das auf YouTube guckt, da müssten wir irgendwo hier stehen geblieben sein. Wir sind, haben das Spiel schon mal geladen und noch ein, zwei Updates gemacht. Erst recht für den Server. Und sind hier schon ein bisschen durch diese große Höhle geirrt. Und haben erstmal keinen Weg gefunden gehabt, bis David gerade vor kurzem einen Weg gefunden hat. Ne, David? Ob es der richtige Weg ist, kann ich dir nicht sagen, aber hier geht's auf jeden Fall weiter. Ja, jo. Und wir irren und irren und irren wie die Irren. Wir schwimmen, wir schwimmen. Und wir schwimmen. Ja. Cool, eine Klippe. Ja, okay, waren wir schon, oder? Nee. Deswegen fand ich das, wo wir rausgerutscht sind, wo wir vorhin waren, weil da war das Loch wesentlich dichter dran. Wir sind doch dumm. Hätten wir nicht mit der Seilpistole durch das Loch hochgekommen? Ach nee, Quatsch, das war ja so eine Rutschfläche. Da rutschen wir ja dann automatisch wieder runter, ne? Ja, nach oben rutschen geht nicht. Okay. Achso, Leute, ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich euch genau vor meine Lebensanzeige und so gesetzt habe. Aber ich würde das jetzt erstmal so lassen. Weil wenn ich mich nach ganz links setze, sieht das immer so aus, als wenn ich vom Stream weggucke, ist mir immer so aufgefallen in den YouTube-Videos. Ja, weil hier kamen wir ja auch her. Dann müssen wir da tauchen. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Da müssen wir wieder komplett zurück und da anscheinend durchtauchen. Bist du sicher? Warte mal kurz. Von der Lautstärke ein bisschen besser, jetzt hört man auch die Schritte. David, bist du sicher, dass wir hier falsch sind, oder? Na, ich laufe jetzt nochmal so ganz doof gesagt das Licht hinterher, aber wir sind jetzt hier eigentlich wieder. Ah. Hier geht's wieder zurück, genau. Dann müssen wir da lang. Weil das Licht hat genau hier hingeschienen. Im Sinne von, ey, lauf mal hier lang. Jetzt mal kurz was essen. Jetzt schon ein bisschen sehr laut, das war, Leute.
Sing mal, Tag der Weihnacht. So, jetzt sind wir hier wieder von Anfang an. Genau, und hier scheint wieder das Licht, das heißt, eigentlich so jetzt hier schon lang getroffen. Ne, hier kommen wir auch her. Scheiße, ja, hier waren wir auch schon. Scheiße, hier kann man auch nur noch anfangen. Was war nochmal, wenn wir sterben, dann verlieren wir unseren ganzen Rucksack, oder? Ich glaube ja. Wir müssen noch hier rauskommen. Kann nicht sein, dass das hier eine endlose Schicht sein soll. Aber ganz faul, Leute, war ich in den letzten 2 Wochen ohne nicht. Hab auf jeden Fall 2 neue Emojis hinzugefügt und ein paar neue Befehle und sowas. Und das HDFX halt auch noch mit hinzugefügt. Und da konnte man, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne, das halt letzte Woche irgendwann gemacht, konnte man sich noch aussuchen, ob man das mit Bits macht oder mit Kanalpunkten. Ich habe das jetzt auf Kanalpunkte eingestellt. Also kann jeder, der ein bisschen zugeguckt hat, da gerne auch mal was machen. Moni. Warte, wo ist denn? So ein Wasser kann ich nicht auf die Instrumente zugreifen. Das kann doch nicht sein. Oder? Eingesperrt, wow. David. Hier, Seilgewehr. Das kann man natürlich im Wasser nicht benutzen. Da ist es dunkel im Wasser. Und die Taucherbrille haben wir auch immer noch nicht, ne? Und durchsehen wir auch nur die ganze Zeit verschwommen. Dies hat nichts gebracht, du. Wie gesagt, wenn wir auf die Ebene wieder raufkommen, David, wer weiß, ob wir überhaupt nach oben laufen können. Naja. Nee. Ja, ich würde sagen, wir rennen einfach alle in irgendeine Richtung und dann gucken wir mal. Irgendwo muss es doch rausgehen. Na, ja, das finde ich jetzt nicht so klar. Wir sollten schon mal vielleicht bei anderen Gewässern, vielleicht mal hier irgendwo ein bisschen uns umgucken. Vielleicht kann man hier irgendwo untertauchen. Und dann kommen wir so raus. Hier können wir rechts abbiegen. Ja. Da kommen wir, ja, glaube ich, gerade her, oder? Aber hier ist auch Licht, immer dem Licht hinterher. Oh, die Muni, die nehmen wir doch noch mit, wa, Leute, die nehmen wir mit. Oh, den Krieg konnte ich mich jetzt noch nicht erinnern. Oh. Und hier ist ein Grab, das können wir aussehen, falls über den Schauplatz. Ich glaube, wir haben keine Chance mehr. Aber wir hatten noch mal Schaufeln. Klappspaten hatten wir alle schon. Hier ist die Schaufel. Hier ist ein Stein. Ja, gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier ist ein Soldat an der Wand. Oh, hier ist Fernglas. Das Fernglas. Nachtsichtgerät. Ja, nice. Das Nachtsichtgerät. Also waren wir hier noch nicht, weil an denen, der hier an der Wand rumbaumelt, kann ich mir jetzt nicht erinnern. Warte mal kurz, Leute, ich will mal das Nachtsichtgerät auswählen. Wo ist denn das? Vielleicht in einen der Koffer? Rechte Seite, ich glaube, über der Taschenlampe.
Ja, über der Taschenlampe. Oder doch, hier sind wir doch vorhin auch schon lang, oder? Sieht das hier was alles? Ja, ich glaube, da kam es von der anderen Seite. Ja. Oh, Muni. Ja, da ist das Seil. Ja, sind wir da schon dran vorbei. Dann kommen wir wieder in die Mitte. Ah, nice! Das Nachtsichtgerät machst du so wie die Dampfe. Ich glaube aber, du musst immer Batterien reinlegen. Ich hoffe nicht, dass wir hier allzu oft sind. Ja, stimmt, oben rechts ist Batterieleiste. Hier waren wir hier schon? Ja, hier sind wir bei den Typen. Okay. Scheiße. Ah, vielleicht hier mal tauchen. Kann man gar nicht. Ist gar nicht tief genug. Hab's. Komm zu mir. Ja, wir kommen. Komm zu mir, sagt er. Muss erst mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Nein, nimm mal ein Nachtsichtgerät. Das ist echt chillig. Der war irgendwo links von mir. Ist es die Punkte nicht? Nee, ich hab wie gesagt, nimm doch das Nachtsichtgerät. Hast du keinen Bock drauf? Nö, ich hab nur die Taschenlampe, das reicht doch. Nee, das Nachtsichtgerät ist tausendmal besser. Ja, das glaube ich aber. Sehen, so tue ich trotzdem so gut wie alles. Einfach auf jeden Fall Musik pennen, um so mal als Charakter hier. Pennen Musik. Ah, cool, ich bin wieder am Kreuz. Ah, so. Boah, du Wixi, warum blendest du mich? Na, das kann. Schön im Kreis gerannt. Jetzt kannst du mich nicht mehr blenden. Haha. Lächerlich. Damit machst du mir nichts aus. Und Blendgranate. Ich glaube, ich habe mir den längsten Weg überhaupt dafür ausgesucht. Aber du bist da, Hilfe, boah. Und Bretter, wenn wir die platt hauen. Aber eventuell. Hier rechts sind wieder Gräber, weil sie erstmal schaufeln. Ne, sind keine Gräber. Es sind nur Kreuze für ein Grab. Hier noch mehr Kreuze. Hier geht's hier runter. Oh, hier hängt ein Seil. Seil. Hier kannst du dich abseilen. Okay, dann werde ich mich mal abseilen. Und ich werde auf ihn einen abseilen. Bis jetzt ist ruhig. Sehr dunkel und gruselig, aber ruhig. Aber ruhig. Rechts oder links lang? Nimm das linke rechts. Okay. Lauf mal vor, dann weiß ich, was du meinst. Okay. Liegt da ein Baby am Boden? Ja, Babys. David, Babys. Ja, ich suche das Schwert gerade. Ja, die kommen gerade zu dir gekrochen und ich will dich nicht verletzen.
Okay, das eine ist tot, ja. Oh, Seile. Oh, kannst du ein paar mitnehmen? Ich hab kommen mit. Oh, Dosenfutter. Gib mir Dosenfutter. Okay, das war schon mal eine Sackgasse. Das ist so laut. Hat der kein Loot? Der muss sich ja krass verfahren haben. Das hat kurz geleckt. Liegen überall Leichen im Wasser. Ja, die wurden Leute angebunden. Oh, ist ja nicht so nett. Finde ich. Vielleicht wurden die vorher angefangen. Ah, ich dachte, die wurden danach erst. Oh, okay. Weggeglutscht, okay. Okay, hier kann man dann nochmal runter. Ich glaube, wir müssen tauchen, damit wir hier rauskommen. Ja, na, hier hinten. Hier hinten geht's runter. Ich komme. Oh, ich sehe, schön. Guck, dass er unten alle genug Luft drin hat. Wo sehe ich das? Unten in der Mitte, wenn du tauchst. Es ist unten links. Man kann die Luft nachfüllen. Du kannst aber, nachfüllen. Mit dem Wasser aber, kannst du nicht ins Inventar gehen. Achso, ne, du musst so. Ah, oh, scheiße. Hier, warte, hier ist ein bisschen lang, glaube ich. Er ist nicht weit. Ich hab schon runter. Hier sind wir wieder. Also ich hab mich links gehalten. Ist nicht weit. Ne? Okay, links gehalten. Ja, Pöller ist gleich durch. Erstmal paar Äste eingesteckt, ein paar Knochen eingesteckt, wollte ich sagen. Ich fehle noch in meiner Sammlung. Ah, okay. Bisschen Blubberbrausee trinken hier. Ja. Warte, ich muss kurz was essen. Ich kann Blitze da drüben sehen. Also entweder sind wir wirklich draußen oder das Wetter backt. Und dann lass bitte raus und zu unserer Base. Das würde ich sehr begrüßen. Cheer. Munition. Oh, was ist das? Ein Raumschiff? Oh oh. Kommt Musik. Kommt Musik. Ja, hört sich nicht so an. Okay. Da liegt noch ein Boot. Und mit dem kann man nichts machen. Kann ich im Spiel speichern? Ah ne, wir müssen erst ein. Soll ich erstmal kurz ein Bett bauen, dass wir speichern? Können wir machen. Der Planung. Plane auf dem Boot. Und den Stöcker drunter stecken, oder? Genau. Wieso, ich hab nur einen. Hand. Einer reicht, du musst nur an einer Ecke einen Stock ran machen. Ich stand vielleicht. Ich will mal ganz kurz pinkeln, bis gleich. Gleich. Ich geh mal hier an die eine Ecke ran. Und steck den Stock drunter. Macht er das automatisch? Nee, muss ich genau sehen. Alter, wie hell das immer ist, wenn man ins Inventar geht, Alter. Ja, kannst du das Licht aber auch ausmachen.
Oh, dann siehst du nichts mehr. Also da steht Bus. Jetzt. Hast du? So, jetzt nicht wieder hinlaufen. Mann, wir können ja das mal aus der Hand nehmen. So, jetzt kann ich speichern. Und das Licht auch ausmachen. Okay, cool. Dann sieht man aber gar nichts mehr. Ja, meine ich ja. Aber du kannst vielleicht einen angenehmeren Farbton nehmen. Und so ein Blau. Dunkelblau. Oh, ist lila, ne? Knallrot. Hier wirklich jede Farbe, ne? Also jede Farbe, also die Standardfarben. Was nehmen wir? Nehmen wir ein Gelb. Oder? Oder doch Rot. Also ein dunkle Blau hat der auch was. Ist das schon Rot? Na! Ah. Alter, ist trotzdem am Anfang total hell. Ja. So, nur auf den Usen warten. Stimmt, den Revolver haben wir auch noch, ne? Den Revolver? Mhm. Da. Oh, ich habe schön gleich, Durst und Hunger, gleich wenn die Werbung kommt. Wir wollen erstmal pennen, oder? Denke ich. Oder nicht? Ne, pennen nicht. Nur schön. Ich habe nur gespeichert. Also sind wir wenigstens noch ausgeschlafen. Ich will vielleicht kurz pennen gehen, weil hier in der, hier unten ist ja Nacht, Tag, scheißegal. Dunkel ist es oder so. Ich weiß nicht, man kann es ja probieren. Also ich würde hier erstmal kurz pennen gehen, weil bei mir wird die ganze Zeit hier pennen angesagt vom Charakter aus. Na, mach mal. Schmackofatz. Ja, dann pennen wir kurz. Ypsilon. Timmy Top Top. So, kurz alle essen trinken. Die Gasflasche füllt automatisch nach, oder? Gasflasche? Die Gasflasche. Die Luftflasche nehmen. Nee. Du musst ja nachfüllen. Solltest du aber warten, bis es fast leer ist, weil du verschwendest, glaube ich. Es ist schon fast leer. Wo ist denn die Tauchflasche? Rechts oben? Und rechts. Ja, die kann ich sie nicht benutzen. Ich nicht. Kann sie nicht benutzen. Verstehe. Na gut. Ich hoffe, er macht das automatisch. Achso, Essen. Durstig bin ich noch. Sekunde. Okay, geht erstmal bei mir. Wie sieht's bei euch aus? Alle Chicken Waikiki. Jetzt komm. Ja, nach der Werbeunterbrechung geht's los. Oh, wie kommen wir so ans Bauch rein? Alter, wie viele Leichen liegen hier denn? Ich will erst mal außen umgucken. Hier geht's hoch. Mal hier wird der Ausgang sein, ne? Ja, er geht schon raus. Wie geht's wohl hier rein, wa? Okay, für mich sieht es hier oben jetzt aber eher wie eine Sackgasse aus.
muss ja irgendwie weitergehen. Das Raumschiff kommen wir ja nicht raus. Ah doch, hier ist ein Seil. Alles gut. Gut, dann ich mach jetzt mal hier die Tür auf, bin drinnen. Ich sehe ganz viele Gräber und anscheinend muss ich mich ducken. Ich komme hier nicht rein. Wieso unten ist noch ein Brett? Ich mach gleich die Zinger. Alter, gar nicht laut hier drin. Aber so ist es. Bankautomat, David, wollen wir Geld abheben? Ja, Mann, ich hab 900 Dollar bei. Ja, aber die brauchen wir doch zum Feuer anzünden, David. So. Aber hier ist eine Goldmaske, falls jemand eine braucht. Vielleicht hätte man hier die Goldmaske herbekommen jetzt. Ja. Haben sie ja gesagt, also irgendwo stand, glaube ich, dass sie das geändert haben. Aber mehr ist ja auch nicht, ne? Ja gut, hier würdest du jetzt die Goldmaske bekommen. Der und das Nachtsichtgerät, ne? Genau. Und ich weiß ja nicht, was beim letzten Mal noch vorher, was wir vielleicht vorher gefunden hatten. Da ist ja jetzt auch schon wieder Januar, Februar, März gewesen, Ende März, wenn wir das letzte Mal gespielt haben. Ne, wir waren hier für die... Für das Nachtsichtgerät, glaube ich. Für das Nachtsichtgerät, genau. Naja, dann auch mal oben. In das Raumschiff rum noch was? Gehen durch die Leichen. Wir haben jetzt weiter nach oben. Ich bin noch aufs Raumschiff gestellt. Gut, ich klettere mal schon mal hoch. Einer muss ja anfangen, was? So, Leute, ich wollte da bloß bei dem Raumschiff mal kurz stehen bleiben. Damit ich ein Thumbnail dann machen kann. Der kann das auf die Stelle nehmen. Alles gut, habe ich schon. Ihr klettert ja schon hoch. Ich bin auch gleich am Seil. Hat Angst im Dunkeln. Der ist kleiner Schisser. Ich bin aus der Höhle raus. Hi, ich bin Yuzi. Ich bin kleiner Schisser und ich bin aus der Höhle raus. Hallo Yuzi. Und Kabel abschneiden. Schneid dir auch gleich mal dein Kabel ab, mein Freund. Hey, hey, hey. Aber wie ist das? Sagt er auch immer, wenn er in sich reinguckt. Aber hier oben ist Sackgasse. Es gibt noch ein Seil. Habe ich so spät gesehen, weil ich doof bin. Was gab's eigentlich bei euch zum Abend, Good Boys? Genau, bei mir auch noch nicht. Oh, okay. Ich hab mal mit Lisa, weil ich ja meinen Restgeld Geld bekommen habe, haben wir gedacht, naja, heute mal gönnen wir uns bei Bellamy Burger bestellt. Teuer, aber geil. Ja, geht. Also wenn du natürlich den mit Blattgold drauf nimmst für 33 Euro, ja, dann ist es teuer. Aber du hast ja auch so simple Burger wie so ein Nugget Burger oder so für 3,50. Da sind dann halt wirklich bloß 4 Nuggets drauf, eine Soße mit Gemüse so ein bisschen drin, mit Zwiebeln und so, so curryartig. Und dann halt diese geilen Brioche-Brötchen, die nochmal mit Butter eingestrichen wurden. Mann, Gnocchi und Tweety Burger finde ich. Na, ich habe mir Tweety auch geholt, genau. Chicken Burger, den Chicken Nugget Burger, weil wenn du zwei gekauft hast, dann musstest du nur einen bezahlen. Und den Aladdin mit Sucuk und Spiegelei drauf. Ja, der ist auch geil. Und ich weiß gar nicht, wen sich Lisa noch geholt hatte. Der mit dem frittierten Mozzarella ist der Pinocchio Burger. Ah, okay. Und ist geil, sagst du ja. Der ist richtig geil, ja. Aber die Burger sind echt gut, also man kann echt nicht meckern. Ja, klar. Und ich finde, vom Preis geht's halt auch. Du musst halt wissen, was du für einen Burger willst. Wenn du halt den Mittelklasse-Burger nimmst, dann zahlst du für den Burger auch nur 7 irgendwas bis maximal 8 irgendwas. Wenn du natürlich die hochklassigen willst, geht es bis fast 15 Euro hoch oder halt den mit Blattgold drauf.
Ja, der ohne Duck Burger ist halt. Da ist schon das Seil hochgeklettert. Ja, ja, klar. Ich... Sehr gut, hier hinten geht's nicht was zum Tauchen. So, du bist schon weiter gerannt. Ja, ja. Und dann heult er wieder rum, mir hilft niemand, ich werde von Babys getötet. Leute, mir hilft niemand, ich werde gerade von Babys getötet. Wer hilft dir denn dabei? Keiner. Oh, fuck. Das ist ein ziemlich langer Tunnel, ich hoffe, er macht Luft automatisch. Jedenfalls beim Charakter arschkalt. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich habe gerade eine Metallflasche gehört und ihr seid gar nicht mehr hier. Doch, doch, ich bin hier hinten bei der Metallflasche. Okay. Hast du denn nicht vorher nachgefüllt, Jusen? Nein, ich hab's doch probiert, es ging nicht. Ich kann keine mehr tragen. Ach, wie macht man das nochmal mit dem Nachfüllen? Das Ding muss man erst... Ach, ich hab's geschafft. Ganz rechts. Tragen? Oh, ja, die Weiche. Ich hatte Angst. Nicht das rechts vom Tauchgerät. Gut, das hat jetzt geklappt, da ist Lufttank. Oder? Oh. Nee, hat nicht geklappt. Wie hat nicht geklappt? Wo ist der Lufttank? Unten in der Mitte, du musst aber kurz tauchen, dass du das siehst. Das ist einfach doch zu duster dann. Ich tauche los. Unten in der Mitte? Ja, wenn du tauchst, ist das aber nicht. Das ist direkt bei der Maske, die du trägst im Gesicht. Ah, ja, klar, kannst du hier sehen. Warum passiert... Wenn ich benutzen, klicke nix. Ja, ich verstehe ich auch nicht. Na, war es jetzt leer oder was? Es ist fast leer, ja, deswegen will ich nachfüllen. Na, ansonsten müsst ihr vielleicht nochmal auf den Taucheranzug machen und nochmal anziehen drücken oder sowas. Hab ich ja gerade. Oder ich muss ihn dafür ablegen. Ablegen. Macht ja auch mehr Sinn. Stecke ich mir gleich mal eine neue ein und dann jetzt ab ins kalte Nass. Juhu. Oh. Ja. Okay. Muss ich die Orientierung verlieren? Hey David, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Man sieht so gut wie gar nichts. Das ist leider wahr. Aber schön, dass du da bist. Ja, du leider nicht hier. Auch halt noch einen Moment. Ist jetzt so schlimm? Nö, nö. Take your time. Welche der Klamotten gibt denn die meiste Wärme? Ist echt der dicke Pulli, oder? Oh Leute, hier ist ein... Hier sind zwei große Viecher. Ja. Ja, warte doch. Oh, ich bin... Ich stehe auf dem Boden. Leute, Vorsicht. Ich könnte mir helfen. Was sagt dich mit dem Vorrennen? Ja, ich bin nicht so weit vorgerannt. Ist er schon tot? Oder zappelt der noch? Der zappelt noch, oder? Mach noch Geräusche. Einfach draufschießen, Dicker. Sicher, sicher. Wenn er dieses Zeichen ist, dass du sie überbuckeln kannst, dann ist okay. Hallo, ich fasse mal in den A. Danke, wollen wir uns noch hier die Lederfetzen, die Haut mitnehmen? Bin ich dabei. Ja, gleich. Lebt du schon wieder aus? So, okay. Dann ich hab schon aufgehoben. Let's go. Es geht immer noch. Ich kann aber nicht ein Messer dafür in die Hand nehmen. Nee. Nö, einfach nur E drücken. Ja. Oh. Hier liegt ein Fetzen. Vielleicht ist das aus dir rausgeploppt. Ja, stimmt. Vielleicht ist es bei mir auch rausgeploppt. Ich guck mal mein Inventar. Nee, bei mir ploppt es auf jeden Fall raus. Also meins ist voll. Wo sind diese Fetzen? Hier ist noch ein Typi, lass den noch machen. Er lag gerade hier. David hat ihn, glaube ich, eingesteckt. Ja, ich hab's mitgenommen. Kannst du auch meinen Fetzen wieder einstecken? Aber, okay, macht schon. Da lag einer. Und den hat sich David eingesteckt, habe ich auch gerade gesagt. Nein, im Inventar meine ich. Also ich. Rechts. Ganz weit rechts. Bei den Steinen. Bei den Steinen oder was? Achso, da. Rechts unten. Das hört sich ja sexy an, wenn du dich ankleidest. Flatsch, 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 flatsch. Udi, danke. Oh, ich habe kaum noch Leben, Alter. Ich nehme mal die Pumpgun. Ich muss
muss kurz was essen. Also nicht Schmerzmittel fressen, Medizin, ja. Medizin? Oh ja, das ist schon mal nicht so verkehrt. Und Hunger hat er noch. Flintenkugeln waren die, die weiterfliegen, oder David? Flintenkugeln waren, glaube ich, die Bolzen. Wenn es mit Flashlight rum so viele Batterien wie wir haben, meinst du? Warum denn nicht? Ich finde das so lustig, dass man genauso gut mit der Pumpgun schießen kann, mit einer Hand, wie als wenn man beide Hände benutzt. Ich meine, okay, es ist eine abgesägte, die musst du halt nicht schultern, ne? Aber cool ist es trotzdem. Dennoch immer schön mit unserem Doppellicht, was so voll Sinn macht. Oh doch, man sieht doch schon um einen rum sieht man wesentlich mehr, wenn man das elektrische Feuerzeug anhat. Jetzt sind wir hier, okay. Dann. Ab nach. Mann, scheiß Seil. Ab nach oben. Hab die ganzen Knochen und Schädel vergessen. Glaubst du nicht, dass wir davon genug zu Hause im Schrank haben? Ich werde Stühle bauen. Alter Falter. Ist ein Stückchen. Es ist ein langes Teil, ja. Also ich würde unten in der Höhle wahrscheinlich verrecken. Mit so Seil nicht hochklettern können. Gar nicht. War das mit dem Schatten von der Shotgun? War das letzte Mal auch schon da? Ne, geht ja gar nicht, weil das Licht ja oben drauf war und nicht seitlich. Oh, hier geht's wieder runter. Okay, wir rutschen runter. Nein, ich glaube, das ist nicht gut. Oh oh. Ja. Ah, jetzt war wieder hier. Eine Rutschpartie ist lustig, eine Rutschpartie ist schön. Jetzt sind wir den ganzen Weg wieder nach unten gefallen. Ich würde sagen, wir laden nochmal da, wo wir gerade das Ding gespeichert hatten. Und war das nicht gleich hier um die Ecke? Ich glaube nicht. Warte, aber hier oben waren wir doch nicht, oder? Weiß nicht. Ich höre auf jeden Fall Viecher. Mann, wir klettern hoch. Oh ja, bei mir. Wir klettern hoch und gehen runter. Ist doch anstrengend. Noch eins. Ist tot? Ne, wenn die Viecher sind, waren wir hier noch nicht. Oh, ja, ich schon. Okay, dann erstmal das hier ernten, oder was? Macht mal, ich hab nichts verloren. 3, 2. 3, 2, 1 und go. Was ist da rein denn? Und hier hinten war auch noch eins. 3, 2, 1, Delta Drift. Energie. Wie geht's hoch? Wie geht's hoch? Ist hier ein Seil? Wieso nee, geht's hier hoch? Achso. Ich weiß nicht. Oh, hab ich echt Lust, ins Gesicht zu schießen. Hier sind zwei. Hier läuft noch eins rum. Da. Links. Okay, 3, 2, 1. Ich glaube, der ist noch tot. Bauen wir auf. Machen wir nochmal tot. Jetzt ist er tot. Ja, 3, 2, 1 und go. Ihr hockt ineinander, so schön, fast synchron. Ich hab hier so sein Auge gesehen. Wo war das andere Ding? Hier,
Was wolltest du? Also hier kam irgendwas mit Kock an. Ne, ich hab gerade Kopf seine gesagt. Augäpfel sehen. Ah, okay. Jetzt mal wieder tief in ihn geblickt. Hier ist noch einer. Ich sehe ihn nicht. Achso, du meinst ja, okay. Auch zum Auseinandernehmen. Na, mach mal. Ich habe ja eh genug bei. Ja. Na gut. Oh, hier waren wir auf jeden Fall. Aus, oder waren wir hier schon? Ne, ich glaube nicht, sonst wären die Bretter nicht da gewesen. Na, ja, vielleicht, weil wir auch wieder hochgekraxelt sind. Da ist alles neu geladen, wo wir wieder runtergerutscht sind. Nee. Wir waren da noch nicht vorher runtergerutscht, Alter. Na doch, hier ist doch das Raumschiff, oder? Nee. Nee. Ich war leicht verwirrt. Hier waren wir noch nicht, Alter. Oh, hier kann man was nehmen. Ist das? Eine Teufelsfrucht. Also ähnlich. Ich hab was gesammelt, ja. Ein Stück. Im Survival-Spiel sammelt man Sachen, Jusen, echt, erzähl ich. Nee, wie so ein Sammel-Item. Oh, hier geht's weiter, okay. Ich komme jetzt kurz zurück. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Hä? Ich hab's jetzt gerade in der Hand, aber was soll ich damit machen? Das sagt Jusen auch immer, wenn er seinen Penis in der Hand hat. Ja, jetzt habe ich ihn in der Hand, aber was soll ich damit machen? Mal gucken, wie das liegt jetzt total. Oh, ich hab's nur eingesteckt, ne? Ein Teil haben wir schon, ich wette, da fehlen noch ein paar. Jetzt hast du das Teil, oder was? Es liegt unter der Maske. Fragezeichen. Eins von Fragezeichen. Ja, davon gibt's mehrere. Ja, also das ist schon mal was Neues. Links wie oben unter der Maske, da liegt das Ding jetzt. Du musst natürlich vorher was anderes in die Hand nehmen. Wir sind ah, okay. Ja, eins von unendlich, Fragezeichen. Komisch, okay. Unter der Maske? Unter der Goldmaske, oder was? Nee, links die Maske. Nee, der Arm aus. Ah, da. Ja. Hier bin ich gerade hochgekommen, eigentlich. Wir müssen wieder runter und nach links. Hier links. Gleich, David. Genau. Würde ich nämlich sagen, dass es hier weitergeht. Überall Gänge links, rechts. Pass auf, dass hier nicht gleich irgendwas rausgesprungen kommt. Okay. Okay, okay. Auf jeden Fall nach oben ist immer ein guter Weg. Ich glaube, hier sind Gegner. Links. Oder zeig ich das? Ne, zeig ich noch. Doch, Babys. Oh, komm, Puppe. Nochmal kurz zurück. Blutigalo. Hier ist eine Fleischtasche hinter, wo du gerade warst, David. Und ein Bein. Achso. Oh, ich bin da halt über die Wilden. Kann ich die schon mal auspacke? Die Fleischtasche? Drei Stück. Der gute Fleischsipper mit dem Ohr drauf. Den kennt doch wohl jeder. Na, das wollte ich jetzt nicht. Jeder.
Ja, da kann mir Lars auch mal einen 3D-Drucker ausdrucken, den Lederbeutel aus menschlichem Leder. Oh, eine Muschel. Okay. Die nicht mal gleich essen. Okay. Ja. Ach so, hier vorne müssen wir das auch. Schmeißen hier schon wieder mit Pillen rum. Ach so, ja, vielleicht sollten wir das nicht hier alles aufmachen. Das ist ja verschwendet. Ja, ich hab mir schon mal eine Runde Knusperpillen gegönnt. Ein paar Körperteile, wenn er noch Hunger hat. So, let's go. Okay, der läuft noch da. Was wäre denn in der anderen Richtung? Links ist noch Money und Granate. Okay, ich glaube, bei mir geht's weiter. Ich komme mal zu euch. Achso, nee, hier links immer kannst du noch rein. Hier war noch Muni. Alter Falter. Aber man ist nach einer Weile ja ein Schimpf verwirrt. Nee, hier ja. Hier rein. Nee, da waren wir schon. Hier. Ja, die Feldspalte. Besser, da ist er. Gut, jetzt bin ich ganz verwirrt. Eigentlich kam ich aus der Richtung, wo Jusen gerade kam. Ja, komm zu mir. Hier geht's rein. Von hier nicht gekommen? Hier ist Wasser. Hört mich rechts. Find's nicht gut, dass wir wieder runtertauchen. Das sind schon wieder die komischen Leute. Oh, sieht gemütlich aus. Na, Hallöchen. Aua. Mit dem Sessel sagt mir aber was. Für ein Magazin gibt es da. Nein, ich muss jetzt mal woanders hin. Sleep now. Sleep Restriction. Luzides Träumen. Was Interessantes gefunden habt, David, oder? Nö. Ich habe einen großen Stein. Ich habe mein Haus draus bauen. Noch einer. Guck mal, zwei große Steine. Bin ich nicht stark? Wow. Ja, wer liegt die jetzt wieder los? Er? Nee? 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 Okay. Los, durch da, Jusen. Oh, ich sehe Licht. Ah. Wir sind draußen. Oh. Geht gleich fast die Fühlte Game ein. Ich
Jetzt leckt es ein bisschen. Krasser Scheiß. Könnte man die Map nicht irgendwie größer machen? Man konnte irgendwie raus und reinzoomen, ja. War es im Mausrad reinklicken? Ja, Mausrad. Okay, wir sind jetzt hier hinten. So, wo ist unser Zuhause? Da oben war. Na, Richtung Norden. Müssten wir. Würde ich sagen.